Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei Comike. Im heutigen Video beginne ich ein neues Projekt. Und zwar soll dieser Hang, den ihr hier im Bild sehen könnt, um ungefähr 2 bis 3 Meter zurückgesetzt werden und anschließend mit einer Gabionwand verstärkt werden. Wie ich das Ganze umsetze, gleich hier im Video. Bleibt dran! Bevor ich das ganze Projekt angehe, möchte ich euch natürlich vorneweg einen kleinen Überblick geben, was überhaupt auf dem Spiel steht, beziehungsweise um was es überhaupt genau geht. Ihr seht jetzt hier den Nebeneingang meines Hauses, eine kleine Treppe, und in der Flucht von dieser kleinen Deko-Gabione hier hinterwärts soll der Hang komplett abgetragen werden, weil ich diesen Platz hier links bis zu meiner Hecke einfach benötige. Da sollen später mal LKWs und Ähnliches drüber fahren können. Und damit ich hier genügend Platz habe, muss der Hang einfach weiter zurückgebaut werden. Und das Ganze möchte ich mit Gabionen absichern. Ich habe auf meinem Grundstück schon einige Gabionen verbaut, angefangen von diesen kleinen Deko-Gabionen. Hier oben an der Parkfläche seht ihr dann größere, und auch die ganz großen zur Hangabsicherung sind schon verbaut worden. In dem Falle ist das eine Fleißarbeit, aber für den einen oder anderen vielleicht auch spannend, mal zuzuschauen, wie das Ganze funktioniert. Bevor ich die Gabionen überhaupt aufstellen kann, muss natürlich erst einmal dieser Hang zurückgebaut werden. Dafür trifft in Kürze ein Bagger ein. Mit dem werde ich hier erstmal ein Wochenende zu tun haben, um das Ganze hier abzutragen und diese Erde umzuschichten. Anschließend wird der Untergrund eingeebnet, nochmal verdichtet. Ein paar Rohre werden vorbereitet, Leerrohre, Wasserrohre und ähnliches, alles was man später mal brauchen könnte. Und dann kann es ans Aufstellen der Gabionen gehen. Hier seht ihr den Hang aus einer anderen Perspektive. Die Gabionen werden in einer Flucht auf insgesamt knapp 27 Meter angelegt werden. Mit einem Winkel drunter, eine Treppe, die zwischen diesen beiden gefällten Bäumen noch herunterkommen soll. Dann hier links rüber, und am Rand seht ihr jetzt bereits da drüben die Gabionen, die ich bereits seit 10 Jahren im Einsatz habe. An dieser Wand soll das Ganze anschließen. Ich werde dieses Projekt nicht mit einem einzigen Video begleiten, sondern ich werde auch hier eine Projektserie machen. Das heißt, viele kleinere Videos, um ja, das Zuschauen etwas angenehmer zu machen. Wenn ihr also die folgenden Videos nicht verpassen wollt, bereits an der Stelle der Hinweis, drückt den Abo-Knopf, macht die Bimmel als aktiv und ihr verpasst keins meiner neueren Videos zu diesem Projekt. An der Stelle möchte ich auch gleich noch ein Gimmick mit unterbringen, und zwar diese Gabionen hier. Die sind stark beschädigt worden, als ich vor kurzem ja hier diese Bäume dann doch fällen durfte oder musste, je nachdem wie man das betrachtet. Und wenn man sich dann schon eine Fachfirma holt, die den Baum aber nicht auf diese Seite schmeißt, wo er hingehört, sondern eben auf diese Gabionenseite, dann schaut das Ganze eben so aus. Erstaunlicherweise haben die Steinkörbe doch relativ gut gehalten, aber sie sind unwiderruflich beschädigt, da kann ich nichts mehr retten. Wie ich das Teil in der Mitte hier, also wie ich diese Steinkörbe repariere, auch darüber werde ich ein Video machen im Rahmen dieser Projektserie. Das wird noch etwas warten müssen bis Anfang nächsten Jahres. Zunächst einmal müssen die Körbe hier drüben gestellt werden. In Vorbereitung auf die Baggerarbeiten habe ich bereits meine Linien gezogen, habe mir Markierungspunkte gesetzt. Gleichzeitig seht ihr hier, dass ich die Steuerkabel von meinem Rasenroboter an wichtigen Stellen aus der Erde wieder herausgeholt habe, einfach um zu vermeiden, dass ich sie mit dem Bagger zerstöre. Ihr seht hier noch Drainagerohre, die ich dann noch mit zurücklegen muss, ebenso wie mein Wasserrohr, was hier unten drunter noch hervorschaut. Die Baustelle sollte vorneweg gut durchdacht sein, gut vorbereitet sein, damit ihr dann am Stück einfach durcharbeiten könnt. An dieser Stelle bekommt ihr einen Einblick in die Gabionen, die hier bereits seit über 10 Jahren verbaut sind. Das Ganze war hier ein flaches Areal, das habe ich komplett mit Erde aufgefüllt. Diesen Druck haben die Gabionen problemlos gehalten. Ich habe im Sichtbereich Sichtsteine verbaut. In den hinteren, unteren Bereichen habe ich dann wirklich alles das verbaut, was man vorne nicht sehen möchte. Angefangen bei alten Fliesen bis hin zu großen Bruchsteinen. All das, was beim Rückbau einer alten Stadtvilla eben anfällt. Denn es geht hier primär bei den Füllungen nicht um die Optik, sondern um das Gewicht, um diesen Hang abzufangen. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, natürlich für so einen Steinkorb, das ist immerhin ein halber Kubikmeter, große, teure Steine zu bestellen, Granitsteine mit Farbelementen, ohne Farbelemente, wie auch immer ihr das haben möchtet. Wenn ihr aber nur eine Sichtseite habt, reicht es vom Prinzip her aus, wenn ihr die Steine eben nur hälftig bestellt,
die schönen, die sichtbaren Steine eben auf die Außenseite ordentlich einstapelt. Und auf der Rückseite könnt ihr im Endeffekt irgendwelche anderen Steine bestellen. Hauptsache das Gewicht ist vorhanden. So könnt ihr jede Menge Geld sparen. Die Gabionen selber habe ich bei der Firma Drahtriller bestellt, wie auch schon vor 10 Jahren und auch zwischendurch schon einmal. Links und dergleichen setze ich natürlich unten in die Beschreibung mit rein. Wer bestellen möchte, kann das natürlich auch gerne tun. Ich habe hier einfach im Bildmann eine Palette mit 30 Körben. 30 Körbe mit einer Breite von 1 Meter, mit einer Höhe von 1 Meter und einer Tiefe von 50 cm. Die Ware wurde von mir an einem Montagmittag bestellt, Donnerstag. Mittag kam die Spedition, also wir reden hier von Speditionsware. Ich muss sagen, das war wirklich sehr, sehr schnell gewesen, dass die Ware innerhalb von 3 Tagen geliefert worden ist. Das Ganze ist gut verpackt, ist auch robust. Also ich kann da nicht meckern, ich habe da sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht und kann euch diese Firma wirklich ans Herz legen. Nach einem Tag mit dem Minibagger hier ein erster Zwischenstand. Ihr seht, einiges habe ich geschafft. Dummerweise ist mir das Wetter in die Quere gekommen. Nachdem es die letzten Wochen relativ trocken war, hat es unmittelbar vor meinem Baggereinsatz 20, 25 Liter geregnet. Das Ganze hier auf den doch sehr lehmigen Boden war eine reine Schlammschlacht, wie ihr auch an den Spuren des Baggers erkennen könnt. Dafür war er wirklich nicht gemacht. Also der war an seiner Grenze, dieser Minibagger. Und was für einen Tag geplant war, wird sich nun auf 2 Tage hinausschieben. Das heißt grundsätzlich, wenn ihr diese Flucht hier seht, nochmal 1/2 Meter in der Geraden nach hinten weg. Da kommt nochmal einiges an Erde zusammen. Und auch hier habe ich bereits die Erde weggenommen, so dass ich diese Gabionwand verlängern kann. Was ihr hier schon sehen könnt, das Gefälle, was hier nach unten hin zur Kamera hin wegfällt, muss aufgefüllt werden. Das heißt, die Erde, die ich hier weghole, die wird schon ihren Einsatzort finden. Weiter geht's erst in ein paar Tagen. Die frühe Dämmerung jetzt im Spätherbst trägt natürlich dazu bei, dass man kaum vorankommt, kaum was schafft. Aber ein bisschen Zeit habe ich ja noch, ehe die Wand fertig sein muss. Und zum Abschluss nochmal ein Blick aus einer anderen Perspektive. Ich habe mit dem Minibagger zunächst mir hier eine kleine Fahrspur gebaut. Da hat dieser gerade so durchgepasst. Und die Erde an sich musste immer Stück für Stück weitergetragen werden. Das heißt, der Arm des Minibaggers ist nicht lang genug gewesen, um wirklich von der Mitte dieses Hang aus diesen Berg hier zu bedienen. Sondern ich habe mich so weit hervorgestellt oder vorangestellt, dass ich die Erde abgraben konnte. Das Ganze dann zu Häufchen oder großen Erdbergen aufgetürmt, anschließend zurückgesetzt, diesen Erdberg nochmal versetzt, ungefähr hierhin und von dieser Fläche dann da oben aufgefüllt. Im nächsten Durchgang werde ich dann einen größeren Bagger nehmen können, mit dem ich deutlich schneller und effizienter vorankommen sollte. Und das habe ich nicht von Anfang an gemacht, weil ich genau da vorne einen Versorgungsschacht habe. Der war nicht befahrbar oder ist nicht befahrbar. Daneben sind nur knapp 2 Meter Platz. Das war ein bisschen knapp mit Hang, mit Schieflage. Das habe ich jetzt entsprechend verbreitert mit dem Minibagger, so dass ich im nächsten Einsatz dann mit dem größeren Bagger loslegen kann. Das wird aber dann im nächsten Video zu sehen sein. Wie gesagt, das ist der Prolog, um euch mein Projekt vorzustellen. Das wird sich über die Wintermonate bis ins Frühjahr hinziehen. Bleibt gespannt, bleibt am Ball, abonniert meinen Kanal, drückt die Bimmel, um auch keine weiteren Videos zu verpassen. Ciao!